Recht herzlich willkommen zur 136. Folge von City Skylines. Wir haben ja letztes Mal hier irgendwo das Depot gebaut für die Züge. Hier ist es. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen was mehr erschließen. Das schauen wir mal jetzt kurz mal rein, wo hier unser Verkehr ist. Da. Also hier unten haben wir zwei Linien gemacht. Ich glaube, wir fahren mit dem Straßenbahn hier rüber und machen hier noch was. Dafür, denke ich, gehen wir hier raus und können das depotmäßig da auch anhängen dann. So, diesmal brauchen wir dann der zweite Reiter. Diese Linie können wir als erstes hier bauen. Und müssen mal schauen, wie wir hier durch den Park durchkommen. Ich glaube, wir fahren mal so. So. Und dann so darüber. Ich glaube, jetzt passt das schon mal bis dahin. Und jetzt müssen wir eine andere Strecke nehmen. Ich glaube, jetzt müsste hier aber... Nee, die Vierspurige geht da nicht hin. Super, oder? Wenn dem dann nicht so ist, dann machen wir das ganz einfach weg, das Stück. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Ja, das ist weg. Und dann machen wir nochmal diese hier weiter. Schwingen wir uns da lang. Falsche Richtung. Und fahren da durch. Und ich würde gerne dahin kommen jetzt und... Ah, warte mal, das geht wahrscheinlich wieder nicht. Weil dieses schicke große Haus da ist. Dann bedeutet das wiederum das letzte Stück abreißen. Na, das ist ja echt doof, ne? Ist schon ja richtig ausgewählt, ne? So, jetzt probiere ich das mal da so zu machen und dort muss es jetzt irgendwie so interessanterweise so. Ah, vielleicht sollten wir das so machen. Das wäre vielleicht hier vorne auch schon gegangen, ne? Na, wahrscheinlich. Naja, jetzt ist zu spät. So. Ich glaube, wenn wir hier einfach nur vorbeifahren, sollte das vollkommen genügend sein, ne? So, dann kommt das alles länger. Bis hierhin. So, ist das nur eine Vierspurige? Ja. So, und hier würde ich sagen, können wir hier rüberziehen dann, ne? So autark mit der da. Nee, das war jetzt doof. Das wieder hin. Das. Und dann brauchen wir das, ne? Geht aber so nicht, glaube. Dann machen wir das da drüben rüber. Geht auch. Dafür müssen wir das wieder austauschen. So. Und hier jetzt mit der autarken Bahn darüber. Dafür müssten wir jetzt mal das, glaube ich, auswählen. So, da gibt es jetzt einen Kreuzungsbereich, aber Autos dürfen da nicht rüberfahren, ne? So, und dann normale Straße. Das. Und machen wir dazwischen her? Nein, leider nicht. So. 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 Da lang. Da. So, und da. Muss jetzt ein Haus dran glauben dann.
ziehen wir das so rüber und fahren da wieder zurück. Diese ist es, ne? So, wo kommen wir raus? Da kommen wir raus. Dann so. Und jetzt ist es geschlossen. So, jetzt müssen wir da noch ein paar Linienhäuschen drauf kriegen. Wo fangen wir an? Wo wir herkommen am besten, ne? Also da machen wir eine hin. Hier machen wir... Geht das hier, wo eine ist? Ja, das geht. Dann machen wir das auch. Hier eine hin. Ich glaube... Ah, nee. Die wieder weg. Ja, da eine hin. Da eine hin. Da. Dort. Da. Da. Dort. Hier in der Wendeecke. Auf der Seite. Da. So, und dann haben wir die Linie gleich schon fertig, ne? Wo war hier einer? Da. Da noch einer. Hier. Da. Und wenn wir schon dann hier sowieso lang müssen... Boah, die fährt aber wer weiß wo lang, ne? Ich hätte jetzt gerne das so einfach nochmal zugemacht, aber das geht wahrscheinlich nicht. Warte, da müssen wir eine Wendeschleife hier gerade bauen, eine autarke. Kann man auf der anderen Seite da denn anschließen? Nee, ne? Warte mal, dann mach das nochmal weg. Ne, da geht's sowieso nicht. Dann mach es dahin, dorthin. So. Und wenn ich jetzt hoffe, dass ich das dann noch annehmen kann wieder. Dafür muss ich da in den Modus, ne? Passt. Und dreht da. Super, oder? So, dann haben wir die Linie auch fertig. Gut, einmal Überblick kriegen. Der fährt jetzt bis dahin hin rein und holt da die Leute ab. Und die nächste Linie, die müsste noch ein bisschen nach hier hinten sein. Da müssten wir jetzt ganz genau überlegen, wo wir da lang gehen. Tendenziell würde ich sagen, wir fahren einfach diese Straße hier mal hoch und ersetzen da gerade die vierspurige. Das war doch alles hier vierspurig, ne? So, so, so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie hier die U-Bahn langfährt, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, da muss wohl die Wendeschleife hin. Die kam jetzt von ganz alleine sozusagen. Und hier geht's noch vierspurig weiter. Macht er da nicht, weil da irgendwie kein... Ah, da geht's von vierspurig auf einspurig. Gut, dann machen wir das auch. In der Häuserschlucht ist nichts zu sehen. Da geht's weiter. Und dann sind wir passend da, oder? Und schon ist das erledigt. Häuschen hinstellen und fertig, oder? da. Da.
Da blinkt was. Keine Ahnung, warum da was blinkt. Da oben blinkt auch was. Da hat irgendwas nicht geklappt. Dann habe ich wahrscheinlich gerade wieder mal was Falsches ausgewählt. Kann das sein? Nee, da ist die Vierspur noch nicht gebaut, ne? So, jetzt passt's. Einmal so. Aber warum der da blinkt, weiß ich jetzt nicht. Das war doch nicht nur eine Zweispurstraße mit Straßenbahngleisen, ja. Ausgewählt ist das. Ist aber jetzt hier irgendwie alles mit der Eisenbahn richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo das dran hapert. Okay, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann mal an, denke ich mal. Hier machen wir jetzt. Wo bin ich denn da? Ach so, das ist Straßenbahn. Alles klar. Ich dachte, das wäre die Busbahn, Buslinie gewesen. So. Auf dieser schicken Straße noch ein bisschen runter. Ja, da auch noch. Dort. Da eine hin. Dann machen wir hier eine hin. Die nutzen wir mit. Da war nur einer. Da. Bauen da eine noch hin. Und dann geht da eine. Hier haben wir eine. Da und da oben schließen wir und die Linie ist fertig. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.